warum der Ochse einen Schwanz hat. Welches Buch nennt sich heilig und stellt solche Fragen? Was? Ich hab da... Der Talmud. Und wie lautet die talmudische Antwort? Also wir arbeiten gerade an Jakobs Büchern. Das ist ein Roman von Olga Tokarczuk, was wir hier mit Ewelina Maciniak auf die Bühne bringen und ihrem polnischen Team, was ziemlich klasse ist. Der Roman ist sehr, sehr umfangreich, beschreibt ungefähr 65 Jahre des Lebens von Jakob Frank, der Führer einer religiösen, heretischen, jüdischen Bewegung ist. Im Grunde geht es darum, sich von der orthodoxen, tradierten jüdischen Religion zu lösen, die Gesetze des Talmuds zu verachten oder umzuwandeln, um zu einer neuen Befreiungsbewegung zu gelangen. In seinem speziellen Fall ist es so, dass er als sein Credo hervorgenommen oder gelebt hat, dass er durch alle Religionen geht. Er lässt sich, also er konvertiert zum Islam, später zum Katholizismus. Ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen auf der Klaviatur der Möglichkeit seiner Zeit spielt. Das Ganze spielt Mitte des 18. Jahrhunderts im Großreich Polen, der Czech Pospolita. Und es hat viel mit Wanderschaft zu tun. Man geht in die Türkei, es führt uns nach Griechenland, nach Polen, später nach Wien und von Wien aus als letzte Station nach Offenbach. Und so schart er Menschen um sich, die ihm folgen, als religiösen Führer, als Messias wird er auch bezeichnet. Die Sache bei ihm, bei Jakob Frank, diesem Führer, der hat verschiedenste, naja, man kann halt sagen, es ist ein Messias, man kann aber auch sagen, es ist ein Scharlatan. So richtig klar wird das nicht. Er erzählt viele Geschichten, die nicht zwingend aus tiefster religiöser Überzeugung sind, sondern er macht sich da auch ein bisschen wichtig, schart die Leute um sich. Und wie bei vielen so Befreiungsbewegungen, die sich von tradierten Beziehungen oder gesellschaftlichen Miteinander befreien wollen, gibt es natürlich auch sehr viel um sexuelle Befreiung. Wir leben dann auch in einer sehr freizügigen Gemeinde eine Weile, wo dann doch viel die Betten gewechselt werden in kürzesten Abständen. Das ist doch pervers! Ihr seid alle perverse, seid ihr doch! Ich versuche das Angebot, was der Roman macht, verschiedenste Facetten zu zeigen, diese Ungreifbarkeit, dieses Merkwürdiger, ist das jetzt ein religiöser Führer, ein Messias oder einfach nur ein Clown oder ein eben Scharlatan? Ich finde, das ist das beste Wort, das beschreibt es irgendwie ganz gut. Wie kann man da verschiedenste Farben dieser Figur, das ist ja wirklich eine historische Figur, das muss man dazu sagen, also dieser Mensch hat existiert, was es noch viel interessanter macht und zum Teil eigentlich auch abstruser, weil man sich manchmal das gar nicht vorstellen kann, wie, mit welcher theologischen Leichtigkeit sich da, wie er auch dasselbe sagt, die Religion anzieht wie ein Mantel, um sie dann später wegzuschmeißen. Also das finde ich jetzt inhaltlich total interessant, dass er eigentlich, er sagt, die Religion, das ist nicht das Ziel, das ist eine Hülle, die zum Ziel führt. Ich benutze das jetzt und in der Zeit, in der er lebt, ist die religiöse Zugehörigkeit enorm wichtig. Also ohne die ist man ja eigentlich nichts. Solange man der guten Sache dient. Wie Judas. Judas war doch Jude. Ich bin Pole und Katholik. Die schlussendlichen Gedanken, die er für seine Bewegung sich ausgedacht hat oder lebt, sind, ich würde mal sagen, sehr, sehr aktuell tatsächlich. Das macht der Roman auch deutlich. Olga Tokarczuk hat jetzt keinen grundsätzlich historischen Roman geschrieben. Man merkt viele Hinweise zwischen den Zeilen, spricht sie eigentlich über die Welt, in der wir heute uns befinden, auf Grundlage dieser historischen Folie. Seit Jahrhunderten dieser Ton. Was glaubt ihr eigentlich, dass ihr etwas Besseres seid als ich? Dass eure Religion am Ende besser sei als unsere. Also diese Fassung, mit der wir uns da beschäftigen, ist jetzt nicht zwingend mit normaler Theaterlogik zu konsumieren, habe ich das Gefühl. Es ist tatsächlich keine stringente Geschichte, der man einfach folgen könnte. Es geht schon Richtung eher einer Erschaffung eines Kunstwerks auf dem Grund des Romans, der dann zu der Fassung wurde, die sie mit ihrem Dramaturgen ausgearbeitet hat, der auch ein Autor ist. Es ist auch nicht so ein Copy and Paste. Die besten Stellen des Romans finden wir in der Textfassung wieder. Die haben tatsächlich ein eigenes Stück daraus geschrieben. Ich bin sehr gespannt, ob das für alle leicht lesbar sein wird oder ob es eher eine andere Art der Aufnahme dieses Abends braucht. Also wir sind schon bei den Jakobsbüchern, wir erzählen noch diese Geschichte, aber es gibt ein paar Mittel, es gibt die Choreografien, es gibt viel Musik, es gibt auch Zeitsprünge, bestimmte Dinge werden über Songs gelöst oder so etwas. Das hat schon viel, es hat choreografische Arbeit drin, das ist assoziativ zum Teil. Und die Aufgabe ist, dass wir uns miteinander verstehen und dass wir wenigstens die Gedanken des anderen lesen können, damit wir sie umsetzen können. Das ist das, was wir gerade miteinander erkunden. So. Und, glaube ich, können ganz glücklich sein, dass wir weiterarbeiten können und das irgendwann auf die Bühne bringen. Der Ochse hat einen Schwanz, um die Fliegen zu verscheuchen.